Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den Snox-Adventskalender an und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 129 Euro habe ich dafür ausgegeben, 300 Euro Warenwert sollen hier drin enthalten sein. Ja, es gab ein Heftchen mit dabei und da wurde auch nochmal aufgeführt, dass man hier wirklich Start-up-Unternehmen drin enthalten hat. Und der Hauptteil von dem Gewinn, also 75%, geht an die Notfallhilfe Ukraine von UNICEF. Und die anderen 25% werden gespendet in die Förderung junger Start-ups, die durch ein von Snoxalting veranstaltetes Pitch-Event ausgewählt werden. Und das finde ich wirklich gut. Also es wurde auch offen auf der Homepage kommuniziert, wohin die Spende dann wirklich geht. Sowas finde ich tatsächlich deutlich besser als wie bei Advansum, wo du halt nicht weißt, wo die Spenden hingehen. Hier stand es direkt auf der Homepage, dementsprechend da schon mal von mir ein dicker Daumen nach oben. Wir schauen uns mal den Inhalt des Adventskalenders an, der übrigens unisex sein soll. Keine Zwischenebenen, das heißt Achtung. Und ja, riesig, oder? Als erstes haben wir hier etwas drin, was auch eben schon gegluckert hat, als ich das Thumbnail gemacht habe. Ein Glühfranz, ein weißer Glühwein, 0,25 Liter, 11,5% Alkohol. Und das ist für kalte Abende und heiße Nächte. Ja, man muss wissen, dass da Alkohol drin enthalten ist. Ich weiß nicht, ob das auf der Homepage drauf stand. Sowas finde ich persönlich, sollte man tatsächlich kommunizieren, ne? Also bei Food Adventskalender, dass da Alkohol drin enthalten sein könnte. Weil die schreiben zwar hin, dass es Unisex ist, also dass sowohl Männer als auch Frauen das verwenden können. Aber was ist mit uns schwangeren Erwachsenen oder den nicht alkoholisierten, nein, nicht den Erwachsenen, die keinen Alkohol trinken, ganz einfach. Es tut mir wirklich leid, aber der ist so instabil. Ich muss den jetzt leider hinlegen, um die einzelnen Boxen rauszukriegen, denn es ist super schwer, die rauszukriegen. Ich möchte den ja heile lassen. Hier habe ich nämlich jetzt die Nummer 2. Oh, hier haben wir was zu naschen drin. Das ist sehr cool. Von Boa Erdbeere für Snackpackers. 100% pure Früchte sind das. Knusprig. Ja, und hier haben wir Erdbeeren drin enthalten. Das sind 12 Gramm und sowas mag ich gerne, so über Müsli. Hier steht aber auch, dass man das snacken kann oder als Smoothie mit reinmachen kann, ne? Sowas finde ich wirklich toll. Auch mit dabei ist die Nummer 3, die sich auch sehr leicht anfühlt. Ich hoffe, dass wir jetzt hier mal was anderes als Lebensmittel drin haben. Oh ja, Everdrop Pop-Up-Schwamm. Ich habe letztes Jahr auch den Everdrop Adventskalender ausgepackt und da war auch dieser Pop-Up-Schwamm drin. Den haben wir natürlich jetzt über das Jahr aufgebraucht, ne? Und nun haben wir ihn jetzt wieder und können ihn verwenden. Hier ist übrigens die Nummer 4, aber wie gesagt, der Adventskalender liegt ja. So, oh ja, das kenne ich. Das ist eine Sauberkugel, zaubert deine Tasche sauber, entfernt Staub, Flusen, Krümel, Sandkörner aus deiner Tasche. Das ist ein Produkt, das hatten wir auch schon mal in so einer Box mit drin enthalten. Ich habe das in rosa. Hat das jetzt groß meine Tasche sauber gemacht? Wage ich jetzt zu bezweifeln, aber es ist schon eine coole Geschichte eigentlich. Also ne, für so ein bisschen Dreck war das in Ordnung. Der Tag vor Nikolaus, die Nummer 5. Oh, Beauty-Produkt, okay. Soll ein Unisex-Adventskalender sein? Kann man dann gegebenenfalls auch irgendwie sonst weitergeben, wenn man sich selber nicht schminkt oder so. Von Rosenthal ist das ein Beauty-Blender, Vitamin E-Infused. Ich meine, dass ich den auch schon mal in einem Rosenthal-Adventskalender oder so drin hatte. Klar, das ist Vitamin E-Infused. Das hast du vielleicht bei der ersten Anwendung, ne, dass du das dann auch irgendwie auf dein Gesicht bekommst. Alles, was danach quasi gemacht wird, nachdem du das erste Mal richtig gewaschen hast und so, da hast du kein Vitamin E mehr drin. Nee. Also der fühlt sich auch sehr schön weich an. Ja, und ich mag den tatsächlich. Schöner Beautyblender. Übrigens in diesem Heftchen, wo drin steht, was drin ist, sind auch immer Rabattcodes. Ne? Für fast jedes Kläppchen hast du da einen Rabattcode drin. Und es gibt auch irgendein Sushi-Bike zu gewinnen. Keine Ahnung, was ein Sushi-Bike ist. Nikolaus, die Nummer 6. Da muss jetzt was ordentlich Krasses drin sein, oder? Ja, wir haben hier Socken drin. Das ist logisch, das ist sinnvoll und das ist gut. Ich habe meine Größe nirgends angeben können, deswegen sind sie leider etwas klein. Wool Rip Socks 35 bis 38, schade Schokolade. Also die hätte ich gerne für mich auch gehabt in meiner Größe. Ich habe Größe 41, ne? Das ist natürlich echt schade. Würde ich dann weitergeben. Ja, da finde ich wohl jemanden. Die Nummer 7. Ich hatte gehofft, dass wir sowas hier nicht drin haben. Ist hier leider mit drin enthalten und zwar Nahrungsergänzungsmittel. Kollagen Plus, Hyaluron und Q10, Vitamin A, B12, C, D, Magnesium und Zink.
Das sind eigentlich Vitamine, die man, außer Vitamin B12, das weiß ich jetzt nicht, ne, so nicht unbedingt überdosieren kann, also die jetzt nicht so schwierig sind. Schwieriger wäre da zum Beispiel Eisen, weil es gibt durchaus Menschen, die haben zu viel Eisen im Blut. Und wenn die dann auch noch irgendwelche Präparate zu sich nehmen, wo zusätzlich noch Eisen drin ist, ist das gar nicht gut, weil der Körper das nicht abbauen kann, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Zink ist tatsächlich. Da wäre ich jetzt auch ein bisschen vorsichtig. Deswegen, also ich bin kein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln in Adventskalendern oder in Boxen. Da bin ich eher dafür, da könnte vielleicht die Firma Gloryfeel besser nächstes Mal einen Gutschein mit reinpacken in den Adventskalender, dass man dann selber in dem Onlineshop sich umschauen könnte, welches Nahrungsergänzungsmittel man dann selber brauchen wollen würde, ne? Weil das ist halt schwierig, das so zu verallgemeinern. Wir haben hier 60 Kapseln drin enthalten und ich denke auch, dass das nicht unbedingt günstig ist, ne? Nahrungsergänzungsmittel sind immer recht hochpreisig. Deswegen, ich persönlich fände anstelle von Nahrungsergänzungsmitteln von der jeweiligen Firma dann halt einen Gutscheincode ganz gut. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht und die fühlt sich echt schwer an. Also hierzu sage ich genau das Gleiche wie halt zu dem, was ich jetzt gerade hatte, weil hier ist schon wieder Nahrungsergänzungsmittel drin. Jetzt Berry Cold, Vitamin Holunder, Beere, Zink und Vitamin C. Nahrungsergänzungsmittel habe ich hier. Da sind 60 Stück drin enthalten. Auch da Beauty Bears, ne? Oder Burs with Benefits oder sowas heißt das ja, glaube ich. Lieber ein Gutschein für ein Produkt nach Wahl aus dem Shop. Entschuldigung, irgendwie mit reinpacken. Ich finde es halt schwierig, ne? Hoffentlich werde ich mich jetzt über die Nummer 9 ein bisschen mehr freuen. Es hört sich nach Müsli oder sowas an. Oder Chips. Okay. Popcorn, sehr gut. Heimatgut. Aus Liebe zum Guten. Süß und salzig Popcorn. Sowas ist auf jeden Fall was für mich. Das kann ich gut verwenden. Aufbrauchen, essen. 30 Gramm sind hier drin enthalten. Ruckizuck, das wird sehr schnell vernichtet. Ich mag sehr, sehr gerne Popcorn. So, wie wird es mit der Nummer 10 weitergehen? Da habe ich Atelier Brandlinger etwas hier drin. Ist Schmuck, das wäre natürlich auch sehr interessant. Tatsache, wir haben hier tatsächlich Schmuck drin. Und das ist auch ein Schmuckstück. Also diese Kette kann sowohl Mann als auch Frau tragen. Weil das Motiv ist definitiv Unisex, das ist nämlich die Weltkugel. Sowas finde ich hübsch. Ich meine, dass ich sowas in Silber auch schon da habe. Und jetzt habe ich das auch nochmal in Gold. Das finde ich schön. Die Firma sagt mir persönlich jetzt nichts. Die Kette mag ich gerne leiden. Doch. Direkt darüber befindet sich die sehr schwere Nummer 11. Die erste Schnapszahl. Da habe ich zwei Sachen drin. Das ist schon mal positiv, finde ich. Oh, von Reishunger ist das etwas. Aha, einmal habe ich hier 200 Gramm Jasminreis hier drin. Und das ist, kannst du gut gebrauchen, gerade jetzt, ne, wo alle Preise steigen, alle Lebensmittelpreise halt auch steigen, freut man sich über ein Paket Reis hier drin tatsächlich. Und dann habe ich hier noch von Reishunger das Thai Curry in Rot mit 50 Gramm. Das ist eine Würzpaste für rotes Thai Curry. Das kannst du mit dem Reis halt zusammen verwenden. Deswegen finde ich es praktisch, dass es hier drin ist. Dass sie hier kein Blumenkohl oder so reinpacken, ist klar, ne? Nö, finde ich gut. Halbzeit, die Nummer 12 ist am Start. Ava and May, ich lache mich schlapp. Okay, da vorne brennt eine Ava and May Kerze. Ich habe eine Kooperation mit Cloudy Go. Kannst du 40%, glaube ich, aktuell sparen und kriegst eine kleine Kerze für Umme mit dabei. So eine kleine Kerze. Und ich habe auch die Möglichkeit, den Ava and May Adventskalender sehr bald vorzustellen. Also be prepared. Genau, ich habe hier Marrakesch Marokko nämlich als kleine Kerze drin enthalten. Das finde ich richtig, richtig cool. Mag ich wirklich gerne dann. Ich gucke mal eben kurz, es war jetzt welche Nummer? Die Nummer 12 oder was war das? Halbzeit übrigens, ne? Was die hier für einen Gutschein drin haben. Oh, da kriegst du sogar 50%, wenn du Snox Salting 50 nimmst. Also Snox Salting, ne? Und dann 50. So, in einem Wort quasi, sparst du bis zum 31.01.2023 50% auf alles im Onlineshop von Ava & May. Okay, gilt nicht auf die Sale-Produkte, Mini-Duftkerzen und Geschenkgutscheine. Probiert es gerne mal auf den Adventskalender, Leute. Oder auf einen der beiden Adventskalender. Und dann rieche ich hier mal dran. Ach, das ist schon süß. Wie viel Gramm ist denn das? Diese Mini-Kerze. Oh, das riecht sehr angenehm würzig und wird auch
in Anwendung genommen werden. Ach, das finde ich ja echt cool. Schön. Das läuft mir in letzter Zeit öfters über die Füße, ne? Die schönen Duftkerzen von Ava & May. Denn auch diese Duftkerze kommt aus einem anderen Adventskalender. Die Nummer 13. Da haben wir wieder Stoff drin. Auch hier wieder, ne? Ich weiß es wirklich nicht, ob das auf der Homepage stand mit dem Stoff. Das habe ich euch dann schon beim ersten Kläppchen eingeblendet. Siegfried 40 ml, 41% Volumenprozent, Rheinland Dry Gin, Mini Siggi. Okay. Ja. Das ist einfach ein kleiner Gin, der ist hier halt mit drin. Auch hier wieder die gleiche Geschichte. Alkohol, schwierig, trotzdem irgendwie ganz cool, ne? Dann wird einem halt warm, wenn man Alkohol trinkt. Deswegen passt das irgendwie schon in einen Adventskalender. Ja, jetzt möchte ich aber keinen weiteren Nahrungsergänzungsmittelgedönsen hier mehr drin haben. Ich möchte auch keinen weiteren Alkohol hier mehr drin haben. Ich möchte coolere Produkte hier drin finden, oder? Die Nummer 14. Mr. Bauri tritt mich auch schon direkt. das ist ein Bartöl Number One von So Sober vielleicht, Clean Care. 30 ml, schnell einziehende Bartpflege, Stay Sober. Ja, das ist ein Bartöl. Ist dann wahrscheinlich tatsächlich auch wirklich ein Männerprodukt, weil ich meine, ja, auch ich habe einen kleinen Flaum, ist klar. Das hat sich gereimt, ich lieb's. Wird regelmäßig dann epiliert oder rasiert, aber an und für sich ist es doch eher ein Männerprodukt, ne? Genau. Aber wir hatten ja eben auch schon einen Beauty Blender, dementsprechend ist das der damit ausbalanciert, sollte aber trotzdem jetzt nicht unbedingt exorbitant häufiger noch vorkommen. Ansonsten würde ich dann irgendwann tatsächlich dazu übergehen und sagen, es ist nicht nur ein Unisex-Adventskalender, sondern ein kompletter Paar-Adventskalender. Die Nummer 15 hat sich echt super krass versteckt, weil die so dünn ist. Hier haben wir auch wieder was mit Stoff drin. Sehr gut hier reingesteckt. Oh, von Jubelist. Jubelist. Ich kenne jemanden durch meine Zusammenarbeit mit Dalton, die dort arbeitet. Und das hier ist für mich wirklich ein Unisex-Produkt. Das können Männer sowie Frauen auch verwenden. Und wobei es tatsächlich eher in die feminine Richtung geht, ne? Und das ist halt so ein Täschchen. Das kann man super nehmen, wenn man sich eine Kliniktasche packt und dort vielleicht ein paar Utensilien rein verstauen möchte. So ein ganz normales, kleines Kosmetiktäschchen, würde ich sagen. Oder wenn man jetzt das irgendwie hochtrabend betiteln möchte, ist es eine Pouch, wie auch immer. Ja, wird einen richtig hohen Wert haben tatsächlich. Ach, guck mal, der Code, der gilt leider nur bis zum 31.12. des gleichen Jahres. Das heißt, man hat dann nicht mehr so lange Zeit, wenn man das Kläppchen öffnet, das dann auch wirklich zu verwenden. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ja, kann man vielleicht noch Weihnachtsgeschenke dort shoppen. Aber jo. Schönes Produkt, wird aber tatsächlich weiter wandern, bin ich ehrlich, weil ich sowas halt immer wieder zuhauf irgendwo mit drin habe, wird aber wahrscheinlich einen recht hohen Wert haben. Weiter geht's mit der Nummer 16. Und hier haben wir was zum Snacken drin. Oh, schön. Oatsum Alice im Bärenland, eine Smoothie Bowl mit Erdbeere und Acai-Beere, Antioxidant. Da hatte ich auch schon mal richtig die Originalgrößen von bestellt, weil Özlem Elanilo hatte tatsächlich da Werbung für gemacht. Aber Leute, bitte kühl und trocken lagern, mindestens haltbar bis 23.11.2022. Ich meine, ich drehe das Video jetzt ja am 14. Oktober und packe den ganzen Adventskalender aus. Aber das darf nicht passieren. Hier ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ah, das ist ärgerlich. Also wenn ich mir jetzt den Adventskalender für mich gekauft hätte, um den im Advent auszupacken, hätte ich mich geärgert. Weil man möchte ja keine abgelaufenen Lebensmittel drin haben, oder? Das ist jetzt blöd, Leute. Das ist wirklich blöd. Aber ich weiß, dass Snox dieses Video schauen wird, auch wenn es keine Kooperation ist oder so, ne? Aber ich weiß, dass es eine sehr aufmerksame Firma ist. Liebes Team von Snox, das ist nicht cool. Da müsst ihr jetzt mal nochmal in eure Kläppchen Nummer 16 hineinschauen. Und ich glaube auch, dass die ein oder andere Person auch schon den Adventskalender bekommen hat, ne? Also, schwierig. Eine Woche vor Heiligabend haben wir hier jetzt die Nummer 17 am Start. Und da haben wir etwas von Inkster drin. Inkster? Okay. Wasserfest, fruchtbasiert, bis zu 2 Wochen, einfaches Auftragen. Das hört sich für mich nach einem Klebetattoo an, Leute. komm auf unsere Reise. Ja, tatsächlich. Hä? Guck mal.
Und das ist einfach nur why not? Ernsthaft? Hier befindest du dich jetzt. Neue und revolutionäre Insta-Tattoo-Technologie, fruchtbasiert und hautverträglich. Also das ist ein Song, finde ich. Das finde ich nicht gut. Was ist das? Das ist ja eher nur Werbung, ne? Und ein 15% Rabattcode. Yay. Leute. Nee. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt die Nummer 18. Da ist jetzt auch was drin. Und das hatte ich auch tatsächlich letztens irgendwo in einem anderen Adventskalender oder irgendwo in der Foodbox, weiß ich gerade nicht. Better Baking, Backmischung Pancakes mit Hafer, Buchweizen und Zimt für 5 bis 6 Stück. Das ist nett. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist dann auch bis November nächsten Jahres haltbar. Das ist doch freundlich, ne? Ja, kann man auf jeden Fall gut mal verwenden und ausprobieren. Das ist gut. Die Nummer 19. Man merkt, dass ich ein bisschen angefressen bin und jetzt versuche, so positive Erlebnisse zu bekommen, damit ich nicht allzu sehr den Adventskalender bashe oder sowas, weil da kriege ich echt aufs Maul in den Kommentaren. Das habe ich auch leider schon bei anderen Adventskalendern gemerkt. Ja, so, hier habe ich eine Anti-Plastic Crew Potpourri, okay, ein Jutesack. Das ist auf jeden Fall cool. Sowas verwende ich hier immer bei mir. Ist ja quasi meine hauseigene Hauspost, die ich hier immer habe, indem ich halt Produkte von diesem Raum entweder in mein Lager oder halt unten und überall hinbringe. Ne? Da sind ständig solche Taschen im Einsatz. Auch wenn wir einkaufen, fahren, gehen, wie auch immer, haben wir immer solche Taschen bei uns im Auto mit dabei. Einfach, weil es nachhaltiger ist. Was soll ich mir immer diese Plastiktüten kaufen oder mitnehmen? Ne? Also nicht nur kaufen, sondern halt auch mitnehmen. Das macht für mich ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Ist total nicht nachhaltig. Und deswegen finde ich es immer wieder cool, wenn wir solche Taschen halt in Boxen oder im Adventskalender drin haben, weil es einfach Sinn ergibt. Jetzt kann ich es wagen. Ich habe den Adventskalender mal hingestellt, passend zum 20er-Bereich. Die Nummer 20 habe ich jetzt hier. Oh. Ja, zum Wiederbefüllen 1A, aber ne, es hat nur eine kleine Geschichte drin. Den Adventskalender werde ich auch noch auspacken. Und da habe ich jetzt von Naughty Nuts Squeeze Pack, 100% natürlich, ohne Zuckerzusatz, Espresso Roast Bio-Haselnussmus drin. Okay, ist das dann quasi Bio-Haselnussmus mit Kaffee und Datteln? Okay, das macht man dann wahrscheinlich aber auf Butterbrot, oder? After Sport in your Lunchbox at a picnic? Oder esse ich das so? Keine Ahnung. Muss ich mir nochmal durchlesen. Aber interessantes Produkt. Naughty Nuts habe ich, wie gesagt, den Adventskalender mir auch von bestellt. Ja, also da hätten die vielleicht ein bisschen was Größeres reinpacken können, bin ich ehrlich. Aber ja, haben wir halt so eine Einmalanwendung hier auch mit dabei. Okay. Und vor allem, weil es halt auch irgendwie eine relativ spezielle Geschmacksrichtung ist. Es ist halt auch irgendwie ganz interessant, ne? So, die Nummer 21. Okay, wir haben eine Foodader gefunden. Das sind 10 Teetassen quasi. Besser im Glas Tee, Mary Zimt. Weihnachtstee mit Zimt und Apfel. Ja, 28 Gramm sind hier drin enthalten. Sieht auf jeden Fall total hübsch aus, muss ich sagen. 21. Dezember, ja, da kann man auf jeden Fall einen Mary Zimt-Tee trinken. Die Nummer 22 ist auch wieder so ein schmales Büchschen, was aber nicht heißt, dass es klein ist. Ne? Das sind ja immer so Riesen-Oschi-Viecher. Okay. Also für Leute, die einen Hund haben, wie ich, ist es cool. Für Leute, die keinen Hund haben, ist es uncool, weil hier ist einfach Hundefutter drin. Von Pets Deli. Schaut auf jeden Fall bei Danny vorbei. Danny Pelletier, der hat immer wieder einen wundervollen Gutscheincode für Pets Deli. Ist natürlich auch hier im Adventskalender drin. Egal. 100 Gramm von dem Angus-Rind mit Süßkartoffel und Karotte. Sammy wird sich freuen. Aber wie gesagt, wenn man keinen Hund hat, ist das blöd, ne? Interessant. Die Nummer 23 ist riesig. Feier ich. Finde ich gut. Und hier drin haben wir, komm schon, 43 bis 46. Mann, ihr hattet die Möglichkeit. Die kriegt dann mein Freund. Das sind Norweger Socken. Ja, wie gesagt, in der Größe 43 bis 46. Schade Schokolade, ne? Das ärgert mich wirklich. Ach Mann, Leute.
Warum? Oder haben wir jetzt in der 24 dann die Größe 39 bis 42 drin? Das ist echt schade. Auch ich hätte mich so sehr gefreut. Die beiden in meiner Größe, Leute, das wäre richtig cool gewesen. Also entweder, liebes Snox-Team, packt auch hier dann in den Adventskalender rein, wähl dir dann dein Sockenpaar bei uns im Onlineshop aus und wir senden dir das Versand kostenfrei zu. Oder frag das vorab nach, weil das ist doch blöd. Ne? Das ist zwei Paar Socken, zweimal nicht die richtige Größe getroffen. Das ärgert mich total, weil das ist ja auch der Snox Adventskalender. Und da passen leider nicht die Socken, die da drin sind. Menno. So, die Nummer 24, Leute. Eine Bauchtasche. Ich glaube, die habe ich schon. Die hatte ich, glaube ich, mal schon irgendwo in irgendeiner Box oder so drin. Eivor, made in Vietnam, Hipbag, Rip Cusses. Die habe ich, glaube ich, schon. Ich meine, dass ich die im Sommer genommen habe, wenn ich mit Sammy spazieren gegangen bin. Ja. Ist jetzt auch kein unbedingtes Unisex-Produkt, weil die Farbe halt überhaupt nicht Unisex ist eigentlich. Ne? Es ist so ein Altrosa. Ja, genau die Farbe habe ich nämlich tatsächlich auch schon. Ich meine, dass es wirklich die gleiche Tasche ist. Die kommt mir nämlich gerade einfach bekannt vor, weil die einfach hier auch dieses Netz hat, was meine Tasche auch hat. Ja, das ist die Nummer 24, ne? Fröhliche Weihnachten, Leute. Ja. Mein ganz persönliches Bestreben ist ja, dass wenn ich 130 Euro für einen Adventskalender aus meiner eigenen Tasche bezahle, was ich ja auch dafür bezahlt habe, dass dieser Adventskalender mir gefällt. Dass ich da Freudensprünge mache und euch sage, Mensch, der ist super empfehlenswert, schaut ihn euch an. Ich muss aber leider hier jetzt sagen, dass dieser Adventskalender gerade für 130 Euro mir nicht gefallen hat. Das Positive daran ist, dass 75% des Gewinns an die Organisation gespendet wird, wo ich tatsächlich ja auch selber hingespendet habe schon und auch nochmal hingespendet hätte Ende des Jahres. Ne? Dementsprechend ist das schon mal cool. Aber so viele Produkte hier drin, wo ich sage, das mit den Socken, die nicht in meiner Größe sind, das mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln, das mit dem Alkohol, also nee, tatsächlich ist dieser Adventskalender vielleicht 300 Euro faktisch wert, aber mir ist er 300 Euro einfach nicht wert, weil ich die Produkte niemals im Laden gekauft hätte. Ich weiß gar nicht, außer dieses Alice im Bärenland, was ja dann, wenn man den Adventskalender im Advent ausgepackt hätte, abgelaufen wäre, hätte ich die Sachen so jetzt nicht unbedingt im Laden gekauft. Aber in May, klar, so eine Kerze, die hätte ich mir auch geholt, ist ja auch Richtung Weihnachten eine schöne Geschichte. Hundefutter auf jeden Fall, aber da ist bei Pets Deli und mir der Funke halt auch noch nicht so ganz übergesprungen. Ne? Aber ich hätte mir keine Socken in einer falschen Größe gekauft oder Nahrungsergänzungsmittel, die ich nicht benötige, Alkohol, den ich nicht trinke oder eine Tasche, die ich nicht verwenden würde. Der Jutebeutel ist halt schön, dass er mit dabei ist, aber auch den hätte ich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig gebraucht. Ne? Ich bin da enttäuscht. Ihr merkt das, ne? Weil ich hatte mir so viel davon erhofft. Es ist ein Startup-Adventskalender. Ich möchte gerne Startups unterstützen, weil ich sowas einfach cool finde. Und da bin ich auch einfach ehrlich mit euch. Und ich weiß auch, dass viele Leute mir jetzt böse Kommentare schreiben werden oder so. Das war ja bei dem Adventsim genau das Gleiche. Aber ich finde es einfach so, dass ich dann ja auch selber die Produkte, die Adventskalender mir kaufe und da ja auch mein Geld für ausgebe, für das ich ja auch wirklich gearbeitet habe. Und wenn ich dann etwas bekomme, was ich nicht gut finde, ist es dann auch vollkommen mein Recht und auch irgendwo meine Pflicht, das hier zu erwähnen. Ne? Und ich finde, dieser Adventskalender ist einfach schlicht und ergreifend nicht empfehlenswert. Und wenn man sagt, okay, ich möchte mir den Adventskalender holen, dann seid ihr auf jeden Fall bewusst, was drin ist. Dafür mache ich diese Videos. Das ist ja auch jetzt nicht irgendwie einfach nur aus Langeweile, sondern einfach, weil ich darüber aufklären möchte, was in den Adventskalendern drin ist, damit ihr euch selber ein Bild davon machen könnt, ob dieser Adventskalender es euch wert wäre, sich den zu holen oder ihn zu verschenken. Ne? Ja, ihr Lieben, ich bin ehrlich, bin wirklich überhaupt nicht begeistert. Nö. Ich meine, klar, wenn ich jetzt dieses Sushi-Bike gewinnen würde, wäre cool, ja. Aber dafür muss ich ja auch erstmal zwei verschiedenen Instagram-Kanälen folgen. Dann irgendwie das auch noch alles da hin und her schicken und so weiter. Das macht, glaube ich, auch nicht jeder. Ist halt auch alles ein bisschen schwierig, ne?
Genau. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Snox Adventskalender. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!